Und willkommen zum neuen Abenteuer. So, mal sehen, was wir hier so Tolles machen können. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit dem Abenteuermodus an. Also nicht groß erst rumbauen oder so. Das mache ich alles offscreen. Ja, und wie ihr seht, wir haben hier wirklich viel zu tun jetzt. Irgendwie. Fragst du jetzt, was wollen wir hier Tolles machen? Wir können nichts machen, das ist ja richtig toll. Reden wir mal mit Toadette. Wo ist sie denn da? Okay, mal sehen, was wir denn da machen. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss das Ziel erreichen. Okay, machen wir. Irgendwie komisch. Habt ihr jetzt auch gesehen, dass das Bein auf einmal über dem Gürtel war? Oh, komm. Ich will nochmal so einen Pilz. Das Ziel erreichen oder auch irgendwie eine gewisse Anzahl. Was ist das denn für ein Goomba? Wir bauten ein Level voller Goombas.
ist die interessante Frage. Behalten wir auch die Münzen beim Machen-Level? Ja, da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr sammeln sollen. Okay, wir haben drei neue Aufträge. Ich sehe so cool mit diesen kleinen Toads da im Hintergrund. Komm, wir machen jetzt einfach mal durchweg durch alle, bevor wir irgendwas wiederholen. Und da ist es schon wieder, das Bein ist über dem Gürtel, wie geht das? Dr. Wunderlich. Mhm. Sind das hier diese anderen Ausschalter? Nein. Okay, das heißt jetzt so viele Goldmünzen in jedem Level einsammeln, wie wir nur können. Ach, der arme Kugelhund. So, wo kommen wir jetzt raus? Ich bin ja nicht so der beste Mario-Spieler. Ach komm. So. Ist jetzt wohl nicht wahr. So. Mehr Münzen. Nächsten Auftrag. Gut. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Mhm. Also das muss Nintendo euch beheben mit dem Gürtel. Das ist schon echt störend.
Okay. Das ist ja von dieser neuen. Die Frage ist, will ich da jetzt rein oder nicht? Ist er nicht so kaputt? Gut, die kriegen wir uns so kaputt. Gut zu wissen alles. Wir brauchen ja jede Münze, die wir kriegen, ne? Kommt der durch? Nein. Okay, sind wir jetzt nur so hier. Nee, da verschwinden die von alleine, oder? Okay. Das war einer zu weit. Ist das nicht wahr? Okay, nochmal. Das Ganze zum Glück haben wir ja diesen Checkpoint. Aber das ist wieder cool, dass man so ein bisschen noch ein paar mehr Münzen ankommt. Das heißt, ihr könnt eigentlich da auch nochmal rein. Münzen sammeln. Geht eigentlich mit noch mehr Münzen voraus, als wir eigentlich reingegangen sind. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm oder schlecht. Immer so. So, jetzt aber ganz nach oben mit dem Ding.
Also die neue 3D-Welt ist ja schon echt geil. Oder Mario Wii U oder so ähnlich heißt, ist es doch dieser Stil. Komm, Fundament. Drei Prozent haben wir erst. So, fertig, nächstes Teil bauen. Das Hauptgebäude war eigentlich viel cooler. Ja. Gut, machen wir nochmal ein. Vielleicht kriegen wir ja dann nochmal 600 zusammen, 200 zusammen. Die Sonne sieht ja echt gruselig aus. Ist das jetzt hier ernsthaft nur so ein bisschen... Oh nein. Toll, jetzt hätte ich das gebrauchen können, den Propellerpilz, um die Zehner da zu kriegen. Zum Beispiel jetzt hier so. Okay, ich glaube, das wird nichts mit 200. Doch, doch, wird es ja, weil ich meine 150, ne? War das nicht so, dass man 150 jetzt bekommt? Plus die 80, das wird ja reichen. Ja, komm, wir holen uns jetzt, lassen uns jetzt das Hauptgebäude bauen. Hauptgebäude. Vier Missionen. Okay, wenn eine rote Torte macht, dann können wir noch eine Welt machen. Spukhauswirrwarr. Weil bis jetzt echt mega gut das Ganze, ne? Also, Popstar 1. Oh, Super Mario World. Jetzt meiner Meinung nach der beste Teil. Wahrscheinlich fallen wir dann. Okay, haben sie hier immer seine Steuerung geändert? Ja, ein bisschen. Na, komm her, komm her.
Okay, die Punkte bringen einen ja nichts. Das heißt, als ob man da eben hätte rübergekonnt. Okay, da waren zwei Türen. Man kann die jetzt da oben hinklatschen. Okay, probieren wir mal die Tür. Noch. Okay, Nintendo uns veräppelt. Welche Tür ist es? Kann ja nur die sein. Das war ein lustiges Level. Ein bisschen verwirrend, aber lustig. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie wir weiter das Schloss aufbauen. Bis denn!